Wir sind jetzt auf der Insel Mindanao und besuchen die landwirtschaftliche Fakultät der Universität Cagayan. Moment bitte, das ist doch der Schladitz. Ganz recht, das ist Hans Schladitz, der bei der Bayerischen Reifeisenwarenzentrale ausgebildet wurde und als Genossenschaftsberater in Cagayan arbeitet. Diese Hilfe ist für die Entwicklungsländer generell von größter Bedeutung. Universität und Landwirtschaftsschule leisten in Cagayan eine äußerst wichtige Arbeit. Sie vermitteln nicht nur das geistige Rüstzeug zur Verbesserung der Agrarproduktion, sondern auch zur Schaffung leistungsfähiger Absatzgenossenschaften. Ausbildungs- und Forschungsmöglichkeiten werden diesen Genossenschaften vom Landwirtschaftlichen Kredit- und Genossenschaftsinstitut zur Verfügung gestellt.